Willkommen bei bb10kunix.de. Heute stellen wir euch vor die App VideoGiffer. Die App ist einfach zu bedienen. Einfach die Kamera ausrichten und auf den Fingerabdruck drauf drücken und die Kamera erstellt nun ein paar Aufnahmen, um daraus ein bewegtes GIF zu machen. Nun sehen wir, wofür wir das GIF überhaupt für alles benutzen können. Ob eine Vorschau verfügbar ist, ob wir es als BBM-Avatar benutzen können, als Kontakt-Avatar, für Twitter-Profile oder um es auf Twitter zu posten. Auf OK sehen wir dann das erstellte GIF. Wir können nun noch Text hinzufügen, 3 Reihen. Größe können wir ändern, sowie die Farbe, wie wir jetzt sehen. Und nun können wir es noch als GIF speichern oder auch als Video speichern. Und dann natürlich auch direkt teilen. Sehen wir uns noch die Einstellungen an, rechts unten auf die drei Punkte. Wir können das Kameralicht ein- und ausschalten, wir können die Kamera wechseln, auch die Frontkamera kann benutzt werden. Und das Seitenverhältnis können wir auch noch auswählen. Viel Spaß mit der App wünscht bb10qnx.de. Auf unserer Website findet ihr auch den Text zu dem Review. Thank you.